rotiert, Abwehrvarianten, ein offensiven Feldspieler. Immer wenn man das Gefühl hatte, es funktioniert irgendwas, haben wir leichte Fehler gemacht, die Minuten haben gestraft hat. Und von daher ist er sich wirklich auch in dieser Höhe verdient. Aber okay, so ist es nun mal. Es geht heute zum Glück nicht mehr in erster Linie um die Meisterschaft. Dann wäre es natürlich sehr, sehr enttäuschend. Wir nehmen jetzt diese Niederlage zu hin, müssen daraus lernen. Wir hoffen natürlich, dass wir solche Spiele noch mehr haben. Das größte Kompliment geht an die Zuschauer. Das war eine unglaubliche Atmosphäre gerade. Ich glaube, sowas hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. So eine Atmosphäre. Und jetzt muss ein Abendspiel von beiden Fanlagern. Und wie gesagt, wie geht ihr die nächsten